Ich bin vor allem bereit für Freitag. Oh. Okay, dann bist du vom Typ her eins nach dem anderen. Sehr gut. Wir waren das letzte Mal ja da in der Höhle unten. Und Leute, wieder gut zu wissen, wie das letzte Mal, ihr könnt die Geschichte bestimmen. Also jedes Mal, wenn ihr es liest, ob es etwas zum Entscheiden gibt, dann unbedingt haut in die Tasten und schreibt das eine oder das andere. Es reicht die Anfangsbuchstaben, es muss nicht immer das ganze Wort sein. Und so, ah, definitiv, dann musst du dich einfach auf das hier konzentrieren wollen. eben, und was der Chat am meisten wählt, das wird dann Empfange eine auch Menge Wald. natürlich Und zwar deutlich des gewählt. Gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut loswirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Das werde ich bestimmt nicht machen. Ist jetzt da fälschlicherweise gefangen und ich hätte Alles klar? Nach hinten sollen. War knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Moment, da haben wir bestimmt noch was. Ja, habe ich doch gewusst. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Ein Zigarren zu rauchen. schöner Hinweis. Ist Eine frisch. hässliche Zigarre. Wer wohl hier war? Aber ich habe gedacht, da ist noch was. Nö, demnach nicht. Noch 100 Kekse musst du diesen Monat sammeln, Max, und dann schaffst du es. Was? Wer ist Ri? Risi. Rizi, beziehungsweise, das ist ein Zuschauer. Volles Freund. Scheiße. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Oh. Hattet ihr einen schönen Tag? Was habt ihr so gemacht heute? Beziehungsweise Simon ist bestimmt zu Hause schön eingekuschelt, oder? Tja, er war fleißig da, hat beim 12-Stunden-Stream die Fragen gut beantwortet. Dann hat man natürlich schon mal viele Kekse. Geht da mal kurz noch. Ja, das stimmt. Aber jetzt bist du ja da. So. Ein Totem. Hey, Tashi, bist du da? Oh, schön. Hallihallo. Gearbeitet, eingekauft, gekocht. Ich habe gearbeitet, nach Hause ein Paket abgeholt, dann ins Training, dann gekocht, dann gegessen, dann geduscht und dann vorbereitet und dann, Moment, bevor ich dazu weggehe, und dann Stream angemacht. Nee, da kann ich. Ah, sehr gut. Genau. Das ist so, Max. Ich habe jetzt nach vorne gedrückt und du bist zurückgegangen. Okay. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Du
ist das ein Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Die Sprüche haben sie. So geil. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Das überprüfen wir natürlich. What? Kann ich nochmal? Jetzt. Nee. Ja, ja. Yippie! Das ist geil. Genau. Max, bitte zur Kasse 3. So. Oh. Danke, LP Gamer. Gamer? Gamer Over. Bin ich da richtig? Oder beziehungsweise Amadeo, hallo. Hey, Jazz. Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Okay, dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressen, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe und auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzlybär, Grizzly, alles okay. Ich glaube, ich muss das nicht alles vorlesen. Na, wie geht's, Amadeo? Kann ich da? Ah ja, genau, darunter, stimmt. Ladies first. Die will sowas von seiner Spielsammlung sehen. Kann ich da eigentlich ein bisschen schneller? Nee, das ist vorgegeben. Leider vorgegeben. Ich sehe den Hirn. Und ein Vogel, den ihr gewählt habt. Okay, genervt oder witzig, was ist es? Schreibt in den Chat. Es soll er genervt sein oder einen auf witzig machen. Das hier oder das hier. Was meint ihr? Genau, Bolle. Ja, sowieso, Tashi. Witzig, einmal witzig. Das glaube ich dir nicht. Wir sind ausgeglichen. Oh, oh, oh. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab ich erschreckt? Genau, jetzt, wenn wir ein bisschen weniger Leute sind, warte ich da nicht allzu lange. Also schnell, schnell in den Chat schreiben. Ich glaube, in diesem Spiel könnte man sogar noch mega viel rausfinden und suchen und so weiter. Cabin in the Woods. Josh, hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, puh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah.
wenn es das ist, was du willst. Stellt euch vor, ihr seid da. Jess! Fuck. Nee, ich kann ja gar noch nicht zur Hütte. Es wechselt ja noch von der Geschichte zur... Wie heißt sie schon wieder? Jessica? Sammy! Was? Ja, Sam. Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Aber das ist auch ganz geil. Das ist auch ganz geil. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Josh? So schön gruselig im Blaustich, das Ganze. Kann ich das? Das scheint da einfach hin, aber scheinbar scheint da nicht mehr viel zu sein. Also grafisch haben die da mega viel geleistet. Ein bisschen Licht würde jetzt nicht schaden. War ich da schon jemals drin? Komm schon. Was meinst du, wie lange er braucht? Ich glaube, wir sollten lieber mal Decken suchen. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Wuhu. Wer weiß, Max? Ich streame ja auch noch diesen Freitag durch den Tag. Wer weiß, wer weiß. Da ist eine Tür. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Ich weiß schon wohin, aber wir suchen natürlich auch gewisse Gegenstände. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett. Ich mag mich an das nicht erinnern. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Das ist doch völlig okay, Max. Aber ja, man muss nur es geht nicht beides, Kekse und nicht zuschauen, das geht leider nicht. Das verstehst du natürlich. Chris, na los, suchen wir es, das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Hey, der Markus. Hallo, Markus. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Na, was geht, Markus? Alles knusprig? Hinweise entdeckt, Abschlussball. Hannah, Sam, Mike and Emily. Und die Lena ist auch da. Hallo, Lena. Genau, es sollte dir Spaß machen. Max, und da gebe ich natürlich Bolle völlig recht. Wenn es dir Spaß macht, ist das ja perfekt so. Eine neue Nachricht. Ah. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. So. Hier ist Sergeant Kane nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Das Witzige ist natürlich auch... Sie ist mega beleuchtet. Sie ist mega beleuchtet und die Gegend, das ganze andere. Was wolltest du? Warum hast du mich verfolgt? Bleib stehen. Gut, und wir, mich auch, mir auch.
Bei dir alles super, sehr schön. Die Kekse. Ihr wisst das immer noch nicht. Die Keksen könnt ihr dann ausbezahlen. Ihr könnt dann beim CD-Schacht könnt ihr tippen, okay, jetzt habe ich irgendwie 245 und dann kommt immer wieder das CD-Fach raus. Du kannst einen Keks nehmen, dann essen und dann das zweite. Das solltet ihr doch mittlerweile wissen. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash ich streame auch erst seit etwa 15 Minuten. Also nee, hast nicht viel verpasst. Aber jetzt haut in die Tasten. Spöttisch soll sie sein oder schmeichelnd. Ihr dürft wählen. Ich warte jedes Mal und wenn es nicht genug Stimmen hat, entscheide ich. Oh ja, aber ich würde lieber Geld. So ein Geldautomat hier beim PC, beim Diskettenlaufwerk. Schmeichelnd. Was? Ina? Spöttisch oder schmeichelnd? Du kommst mit Bratkartoffeln. Schmeichelnd, zweimal schmeichelnd, eine spöttisch. Schmeichelnd dreimal. Und Markus hat natürlich das von Röne übernommen. Ihr habt gewählt. Wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein... irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein... traumatisches Erlebnis und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Traumatisches Erlebnis. Nicht irgendwas anderes, aber ein traumatisches Erlebnis. Josh mit seinen hübschen Schwestern. Schon zu spät, Ina. Schon zu spät. Das müsste jetzt René da sein, um das zu sagen. Ja, er wartet. Er wartet auf uns. Wir folgen ihm mal. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen... Warum denn das, Amadeo? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Bin ich nervös oder beruhigend? Was muss man für einen Durchschnitt und Abschluss haben, in so einem Todesstudio zu arbeiten? Kannst du mir gerne sagen, du musst 4 Sprachen beherrschen. Es ist schwierig zu sagen, ich habe es als Zweitausbildung gemacht. So, Markus, sag mal, was da steht. Nervös, beruhigend? Beruhigend zweimal. Nervös. Okay, ihr seid euch nicht einig. Genau, René. Beruhigend, okay. Dann ist es zu beruhigend rübergewechselt. Und René, wie geht's? Wir haben gerade von dir geredet. Oder gehabt. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Du musst die Matura haben. Gibt es das überhaupt bei euch? Matura? Ich bin nicht sicher. Und dann muss... Oh, zurück. Habe ich etwas gesehen? Okay. Und du musst eigentlich recht gut sein, ja? Also einfach so durchschnittlich geht natürlich nicht. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Dann kann ich da nicht durch. Muss ich da durch?
Nö. Was? Aha. Geh nochmal links, zurück. Nee, das habe ich nicht gesehen, dass da... ich dachte, ich müsse ins Dunkle. Okay. Folge Josh, um den Boiler zum Laufen zu bringen. Ich habe es gerade nicht gesehen. Die Switch kommt am... Sollte, Leute. Ich habe extra freigenommen. Ich beiß den Postboten in die Hand, wenn der nicht die Switch da hat. Ich beiß dem in die Hand. Ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Aha, Outer City. Ja, das ist natürlich... Natürlich, das ist immer super. Aber probier dich mal da bei dir in der Gegend zu erkundigen. In Bezug auf Deutschland wüsste ich es natürlich nicht. Oh, jetzt, wir haben den Baseballschläger. Sollen wir ernsthaft und sagen, ist das deiner oder humorvoll? Baseball im Schnee. Ein bisschen witzig sein. Für was seid ihr? Das oder das? Das oder... Ah, du könntest den Kopf jetzt auch noch ein bisschen nach rechts. Das machst du ja da. Geht mir auch so. Geht mir auch so, Bolle. Humor. Bin gespannt. Kommt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Das kann ich nicht auswählen, Leute. Mom. Weder Nasepopeln noch sonst Schwester, etwas anderes. Joshua, hallo. Da draußen auf der großen Wiese. Was geht bei dir? Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Nicht sein. Vergiss es. Ich wollte diesen ihr habt gewählt. Ah, nee, ihr habt nicht gewählt. Ich hab gewählt. Ihr wart euch nicht einig. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Wie schaffst du das, Lena? Damit ich sehe, was ich tue. Das habe ich jetzt noch nie geschafft. Ins Nutella-Brot. Ich hoffe, du hast dir ein neues gemacht. Oh. Nicht bewegen. Hey, ich bewege mich nicht. Hallo. Hey. Nein! Halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Nein, ich kann nochmal. Ich bewege mich nicht, der Controller vibriert so blöd. Das ist mühsam. Oh, danke schön. Das ist blöd. Du willst still sein, Controller nicht bewegen, aber es vibriert wie blöd. Hört sich kompliziert an. Nö, ist doch immer selber überlassen. Oh, verdammt. Ich hätte mit mir. Schon okay, jetzt versuch's nochmal. Ich hätte ein bisschen mehr. Ja. Hä? Ganz ruhig. Das ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht ankommt. Okay. Schönes, ich krieg das jetzt hin. Direkt Neues gemacht. So geil. Aber ich hoffe natürlich, dass es diesmal geklappt hat.
Verdammt! Was mache ich falsch? Okay, jetzt versuch's nochmal. Hä? Muss ich vor dem Roten? Und jetzt? Ah, so muss ich's machen. Okay. High five. Nicht Schluss zu machen, nee. Wenn das Licht angeht, weißt du... Was ist denn das? Sein Blick. Alles Mögliche sein. Sein Blick. Mein Tag war gut. Sehr ereignisgedrängt. Aber sonst gut. Deiner so, Markus? Okay. Protestieren wir schnell, schnell oder ein Streich? Ja, René. Zähne putzen kann ich durchaus. Ja, ich hab's nicht abgelegt. Ich hab total den falschen Knopf. Ich hab's im Chat und hab da einfach X gedrückt. Streich. Oh. Dreimal Streich. Ich glaube, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Achtung, es kommt gleich wieder eins. Da hier ist etwas. Ja, klar. Schadenfreude erwischt. Oder, nein, im Ernst. Natürlich ist Tasche im Start. So. Beharren oder Schadenfreude? Beharren. Einmal. Ihr könnt auch, weil ihr eventuell am PC, am Handy seid, könnt ihr auch nur immer die Anfangsbuchstaben. Romero Tasche am Start. Gib ihm ein paar Haare. Die haben ja. Er hat ja Haare. Beharren und ich mag Züge. Okay. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Erbkrankheiten. In der Schule? Nein. 30-0. Was? Nein. Woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh. Ja. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Hey, Swiss Life. Danke, geht gut. Selber so. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Sind wir besorgt? Schnell, schnell. B oder H? Schreibt's in den Chat. Besorgt? Sollen wir nachsehen? Oder? Ich schaue nach. Bleib stehen. Ich bin die Frau im Haus. B. Besorgt. Zweimal. Das freut mich. Heroisch. Zweimal Gleiches. Was mit M? BH? okay, B, M, B. Okay, besorgt. Ich seid ihr besorgt. Wir sollten nachsehen. Wieso? Ja, Leda ist definitiv. Einmal gegessen und einmal am Hintern. Nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, so geil. Oh. Was passiert hier? Der Mann bleibt hier stehen. Ja, klar. Ich muss ihn raus. Vergessen. Schon, wieso ist sie abgeschlossen? Damit keiner.
einer hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Das ist das Geilste. Er ist also, hey! Ich hab was? Schönes Ding, der war gut. Oh, Scheiße! Was sollte das denn? Hey, Schwester und Schwager, wie war eigentlich Karneval? Ich hab nur alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Bist du 88? Nein. Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das schon hätte vergeben. Ich aber gern. Das war so gut. Vergeben? Was? Lena, bist du 88? Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Schreiber möglicherweise ein... 9688. Jokemeister! Hey, ach sagte, so, jetzt check ich's auch. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, Scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Ja, klar. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Sag mal, Romero. Wisst ihr was? Oh. Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe mach das, Max. Bad in meiner Kristallkugel. Mach das. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Ich will quatschen. Aber ja, du hast recht. Du hast natürlich recht. Ich bin still. Ganz still. Widmen wir uns deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vorm Versagen, die sich sorgen, was andere über sie denken. Hast du auch diese Furcht? So. Haben wir Furcht oder nein? Ja, nein, ja, nein. Jetzt darf ich wieder reden. Was? Oh, Rönne. Oh mein Gott, Rönne. Was wollte ich sagen? Genau, ja oder nein? Nein, 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 nein. XD, hallo? Nee, dann nehmen wir nein. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Ich habe Mitleid oder ich fühle Hass. Wie das Kleenex-Tuch da so schön leuchtet. Ja, ich bin gleich soweit. Die Leute sind noch am Entscheiden. Nur Geduld. Einmal Mitleid, einmal Hass. Zweimal, dreimal Hass. Wow. Mitleid, zweimal, dreimal, viermal Hass. Okay. Ich verstehe. Emily hat große Angst vorm Versagen. Tut sie dir deshalb leid? Tut sie euch leid? Ja oder nein? Schnell, schnell. Ja, J oder N. Schreibt es rein. Stellt euch vor, ihr müsst diese Sachen... Ziemlich... Nein. Nein, zweimal. Ja. 2-1. Ja. Zweimal nein. 5-4-3-2-1. Gewiss. Das sieht man an den Entscheidungen, die du triffst. Hey, Bro. Klar. Mm-hmm.
Zu spät, du Züge, du. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Loyalität oder Ehrlichkeit? Haut in die Teste. Teste. In die Tasten. Ich schätze Loyalität oder ich schätze Ehrlichkeit. Was ist euch wichtiger? Loyalität? Dann ist man nicht unbedingt ehrlich. Oder ehrlich sein und dafür einen Freund ans Messer liefern. Loyalität, Ehrlichkeit. Oh, 2-2, 3-2 für Loyalität. Okay. Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Loyalität oder Nächstenliebe, was ist euch wichtig? Leone, ich glaube, das ist noch zum alten Bezug auf den alten gewesen von Ina. Leone oder Nächstenliebe? Und das gibt es jetzt leider nicht mehr, Simon. Genau. Am Schluss wissen wir alles von euch. Nächstenliebe. Loyal. 2-2. Nächstenliebe. Sonst noch was? What the fuck? Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön. Oh nein, die Zeit ist um. Wir sehen uns bald wieder. Zu spät. Das Spiel ist schon geil. Und jetzt seht ihr, was ihr bis jetzt verpasst habt. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gäste an. Ich geh kurz aufs WC. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen. Alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Mal sehen, was passiert. Ashley, du... Als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. So, schon wieder zurück. Flaps, genau, schön, dass du das schon reinschreibst. Dann bin ich fast rechtzeitig gekommen. Sehr schön. Also, zweimal Flapsisch.
Dreimal flapsig. Okay, 3, 2 und 5. Okay. Kommt ihr noch 2, oder? Ist jemand da? Hallo? Bitte rangehen. Geister, Geister, Anruf. Abracadabra. Komm schon. Falls ihr mich hören könnt, gebt uns ein Zeichen. Ja, ein Peace-Zeichen oder ein Stoppschild. Wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmen wollt. Okay, okay. Ist jemand da? Egal wo da ist. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich ha, weiß nicht, und was soll P. das heißen? Help. Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wollen wir das klarstellen? Wer braucht Hilfe? Fragen wir. Wer braucht Hilfe? Oder tasten wir uns vor? Was machen wir? Deine Wahl entscheidet das weitere Vorgehen. Ganz schlimm oder ganz gut. Wer weiß. Klarstellen. Harry Potter, was? Zweimal klarstellen. 3, 2, 1. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Ist es Hannah oder Beth? Was denkt ihr? Angst, Potter. So geil. Beth, Anna, Beat, Text-to-Speech sagt mir Beat, Beat. Na, was meint ihr? 3, 2, 1. Sprich da mit uns. Beth, bist du das? Oh. Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Shit. Mal überlegen. Tasten wir uns immer noch vor oder sagen wir einfach ganz klar, entschuldige, es tut mir so leid, dass mit dir, was mit dir passiert ist, ist einfach so tragisch. Oh oh. Vortasten. Bolle. Das Geile ist, ich weiß auch über dich dann, Bolle, so ein psychologisches Profil. Tashi? Sie entschuldigt sich? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Entschuldigen. 2-2. Du bist lustig. Du schreibst einen ganzen Satz. Das erste Wort, was ich lese, ist entschuldigen. Okay, 2-2. Dann entschuldige ich mich. Was? Beth, wir möchten uns dafür entschuldigen, was da passiert ist letztes Jahr mit Hannah. Und wenn du das hören kannst, bitte, bitte glaub uns, dass es uns allen schrecklich leid tut. Bei dir und Hannah. Wir entschuldigen uns, Beth, bei euch beiden. Ha. A.
Out. Ab. Ah, nein, Heiner. Warte, es geht weiter. K. L. Kill. L. Oh mein Gott. Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stell noch eine Frage. Immer noch vortasten, immer noch, oder will man es klarstellen? Ja, definitiv. Aber jetzt in diesem Fall ist es trotzdem speziell zu sehen, wie ihr reagiert. Immer noch vortasten? Okay. Okay, du hast wenigstens, jeder hat wenigstens seine Listen, seine Linie. Vortasten, klarstellen. Okay. Tasten wir noch ein bisschen vor. Okay. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? L. I. Ja, ich hab's mal probiert. Was in der Bibliothek? L. Ouija. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht... Ich kann das schon nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake, ehrlich nicht! Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Nach Hause gerannt, so geil. Oh, jetzt kommt das mit der Hütte. Oh, nee, also jetzt kommt zuerst eine richtig geile Szene. Je nachdem, wie ihr da früher gewählt habt, ist sie entweder sehr geil oder weniger geil. Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Oh, wie ihr zueinander schaut, finde ich das so süß. Oh. Jess? Süße, bist du da drin? Wow! Shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Jessica! Ach, komm schon. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du ich will sehen. Mir das nicht! Nein, Mike! Du hast das auch. Oh ja, Lena. Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Okay, sind wir mürrisch auf sie oder nehmen wir es auf die lockere Schulter? Leute, wählt das Richtige. Ich will etwas sehen. Nicht witzig. Meine Freundin hat es doch gesungen, war noch total verstört, hat Dinge gesehen und so weiter. Fair bin ich, habe Anschiss damals bekommen, obwohl ich klug war und gegangen bin, musste eh zu Hause sein, wenn die Laternen angingen. Nicht schlecht, okay. Also bei mir
hat sich das Brett zwar bewegt, aber es war klar Muskelkontraktionen. Es ist nicht so, dass es irgendwie wirklich von A nach B und so weiter gegangen ist, aber ja, also Romero will Sex, also strengt euch an. Genau, ich will Sex. Ich bin witzig, mürrisch, mürrisch, witzig. Okay. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Du musst mir nur ein Bier ausgeben, René, und dann... Als ob ich so leicht zu haben wäre. Oh, ein Führungstote. Ich weiß, es klingt... Ja doch, wir gehen zuerst da. Da, wo es klingt. Genau, Bromance. Hä? Doch. Hab's nicht ganz gesehen, ob das richtig war. Wow! Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. H1B, du bist... Ja, du weißt nicht, welches Bier. Ja, aber das, was du mir gezeigt hast, Tashi, ist das wirklich so cool? Genau. Geile Kameraaufnahme. Nein. Hallo? Jemand da? Stimmt, Simon. Ja. Ja. Ja, Bolle. Ja, ja, hab ich. Nee, gesagt nicht, aber hab's. Ist cool. Jetzt wollen wir mit der Maske sie erschrecken oder nicht? Also, ich glaube einfach, ich muss es noch einmal anschauen, dann kann ich es dir sagen, Bolle. Aber sie dreht schon mega krass aus. Erschrecken. Zeigen, erschrecken. Okay. Lena ist auf Erschreckungstour. Ja. Ja, genau, Wolle. Deshalb habe ich jetzt das Zeigen genommen. Ist voll schräg, oder?
gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf. Okay, dein Pech. Die Maske ist cool. Für Karneval perfekt. Wir kommen der Hütte näher und näher. Aber in Form ist sie schon. Also die treibt Sport. Nee. Ich dachte, ich habe bereits etwas Glitzern gesehen. Fuck! Ich hasse das Spiel, das ist so Jumpscare-mäßig zum Teil. Es passiert lange nichts und dann springt ein... Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Okay. Ja gut. Leute. Ich weiß, was jetzt kommt. Verdammt. Töten oder nicht töten. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Ich bin nicht sicher. Ich weiß, das letzte Mal habe ich etwas anderes genommen. Ist okay. Deshalb probiere ich mal das. Ist okay. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, komm. Das habe ich das letzte Mal auch genommen. Oh mein Gott, was soll eine Fahrt? Das mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Fuck, fuck, fuck. Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Fuck, 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 hoffentlich schaffen wir das. Ja, hallo? 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 Oh shit. Natürlich. Natürlich ihr helfen, hallo? Komm schon, wir müssen weiter. Jumps. Ja, ja! Nein, hol die Treppe! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp. Sie ist nur verlinkt. Ja. Alles Jumpsuits gehören auch eingeäschert, genau. Schwachsinn. 100%, 100%, 110. So. Jumpscare. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. Jetzt auch einer. Kein... War das ein ich hoffe Bär? Es. Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, wir kommen garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Aber ich sende sie dann nochmals, Tashi. Wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Fast wieder richtig entspannt. Ach, typisch. Was genau meinst du, Lena? Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Na, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Seht ihr das auch so? Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Wie seht ihr das? Bin jetzt gespannt auf eure Antworten. Flame. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess,
Ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße, nein. Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde... Genau. Wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem... Rönne hat als einziger auf die Frage geantwortet. Okay. Obwohl die Frage an Amit Kikalo eigentlich ging. Lucky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Oh ja. Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Ah ja, Amit Kik, genau. Zeigen wir es ihr oder erschrecken wir sie? Ich bin für zeigen. Ob ihr auch eine romantische Kulisse braucht, wie Jessica hier? Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Ja, genau. Pronto! Meine Güte, die geht mir so auf. Zeigen. Bin auch für zeigen. Zweimal zeigen. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rad? Until Dawn. Kennst du das? Okay. Mhm. Stimmt, Lena. Sie wird nie verstehen, was du verbindest. Gebe ich dir recht? Mythen und Legenden. Okay, ich glaube, ich gehe zwar durch, damit wir da gewisse Sachen finden und Hinweise entdecken, aber ich muss nicht alles vorlesen. Generell ist es aber sehr interessant. Das erste Mal, als ich es gespielt habe, es war sehr interessant. Hallo? Hängst du fest? Ja. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ja, aber generell Feuer wäre auch noch gut. Das ist sehr lieb, dass du mir das sagst, aber es ist so, dass ich das nicht einfach so mal aus der Hüfte schieße. Ich unterstütze gerne Leute, aber das mache ich ja auch nicht, dass ich zu anderen reingehe und sage, du kannst mich hosten. Aber ich schau mal vorbei. Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Wollen wir sie, genau, heute keine Lesestunde, wollen wir sie verführen oder rummachen? Ich lese beruhigen und sage rummachen. Ja gut. Beziehungsweise da oder da. Für was entscheidet ihr euch? Beruhigen. Ja, das ist mega viel. Ist nicht zu viel. Ist es sein erstes Mal? 48 Stunden. Ich schaffe knapp für. Verführen. Ich glaube, Lena ist auch für. Okay. Vielleicht müssen wir einfach den Sprungwagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool? Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Hat sie bisher immer. Blöd, Mann. Hast du schon Mike, was anderes als 48 Stunden gemacht?
Sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Lena Jess, ist in Fahrt. Wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh ja. Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es. Junge. Also falls du ein Junge bist, mach 12, mach 6, mach dann 24, wenn es geht, aber mach nicht 48 Stunden. Das ist. Ja, denke ich auch. Meine Güte, Walter. Kannst du die Fensterläden bitte schließen? Bitte? Ja, aber Moment. Jo. Michael, mach die Fensterläden zu. Sofort. Ja. Meine Güte. Da würde mir die Lust auf Sex hoch 10 vergehen. Was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Ah. Mhm. Ja, aber dann musst du nicht einfach so 48 Stunden machen. Das ist. Also. Mach, was du machen willst. Oh Mann, verdammt! Weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, shit! Oh shit. Wow, du kleiner Schisser. Magst du dich nicht mehr erinnern an unseren 24-Stunden-Livestream, Tashi? Boah. Also, mir hat 24 echt gereicht. Das war einmalig, nie mehr. 12, ja. 12 war cool. 14 Stunden, ich aber sonst. Nicht, dass da draußen jemand rumlungern könnte. Ja, aber das ist viel zu viel. Hast es doch gemütlich, kuschelig. Hallo. Ah, genau. Sil will noch ein bisschen Privatsphäre. Stimmt. Also, wenn mir eine Frau so kommen würde, wie sie, voilà. Definitiv. Die Läden sind dicht. Definitiv wäre da bei mir die Stimmung weg. Tut mir leid. Ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Klar. Abschätzig oder beruhigend? Ich bin gespannt. Was wählt ihr, Leute? Sollen wir sie beruhigen? Du bist super heiß. Oder? Das klingt kompliziert. Ich finde es immer witzig, wenn mir meine eigenen Videos auf YouTube als Videoempfehlung angegeben werden. Abschätzig, beruhigend, 1-1. Beruhigend, ihn, er wackelt schon mit dem Kopf. Okay, beruhigend. Okay. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen.
Ja, jetzt nimmt mich Wunder, was wir hinbekommen haben. Wie nackt ist sie? Wie nackt ist sie? Weil je nachdem, was wir da gewählt haben, ist sie nackiger oder nicht so nackig. Es ist blöd. Sex mit Horror. Oh. Super. Sie ist sehr hey. Angezogen. Was ist das? Normalerweise könnte sie jetzt in BH und Slip sein. Tja, haben wir es nicht geschafft. Das habe ich noch nie geschafft. Hä? Wo kommt das her? Mm-mm. Ihr Handy. Ja, genau, immerhin. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade hat jetzt die Schuhe wieder an. Kommen wollten. Oh. Ah, nee. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das tun. Oh, so eine Scheiße! Ich hab gedacht, das kommt ein bisschen später. Meine Güte. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Meine Güte. Aha. Hey, Tragosso. Schön, dich zu sehen. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Ja, mir geht's auch so, Elena. Aber morgen wird einfach so cool. Es wird toll. Und dann singen wir nur noch. Verdammt. Oh. Tja, definitiv hat es jetzt mehr als einen roten Fleck auf ihrer Brust. Schräg. Ganz schräg. Was unten Licht ist. Hallo? Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Du liebst doch, das Lena, du liebst doch Horrorspiele. Du hast uns ja da gefunden bei Resident Evil. Von dem her? Vorher die andere, Jessica. Und ich? Und ich, Lena? Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert. The
Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Vorschicken, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Batman. Vielen Dank. So geil, Simon ist Batman. Oh fuck. Habt ihr die Spinne gesehen? Boah. Wow, ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Heilige Scheiße. Sollen wir jetzt ehrlich sein oder sollen wir sie beschützen und sagen, hier ist nichts? Was meint ihr? Kommst du auf dem Discord, Simon? Genau, Discord machen wir noch so bis 20 vor. Machen wir noch bis 20 vor und dann etwa um 15 vor können wir uns im Discord treffen. Mhm. Du lachst nur, Lena, weil ich Schweizer Akzent habe. Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Alter, Nokia-Handys zu... Ah, apropos, Nokia will wieder Handys machen. Habt ihr das gehört? Die wollen wieder ins Handygeschäft einsteigen. Kann ja mal was werden. Schön, dass die Tür da aufgeht. Kommst du mit? Ja. Es ist viel zu dunkel. Es ist viel zu dunkel. Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Das lesen wir nicht. Aber wenn ich es überfliegen wollte... Und wenn es ins Wasser fällt, kannst du es in den Backofen tun. Und schon funktioniert es wieder. Und dann wieder mit Tasten. Warum musst du mir jetzt da gleich... Es passiert jetzt dann gleich was. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war ja, ein meine war auch MSN Messenger, das ganz erste, ganz erste. Und? Sorry. Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen. Wann fährst du eigentlich morgen, Bolle? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh!
Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ashley, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Ich werde... Ash? Ash! Shit. Stellt euch vor. Meine Güte. Ich würde schon nur sterben, wenn ich diese Maske sehen würde. Prost! Ich muss mit Wasser anstoßen, aber... Prost! Ashley hat Sex mit dem Geist. Nee. Die ist im Moment niedergeschlagen. So, ihr dürft wieder wählen. Oh. Ich zeige dir jetzt die arme Lena. Bilder von Menschen, die arme Lena. Oh. Fühl dich geknuddelt. Jetzt bin ich gespannt. Was wählt ihr? Findet aber ihr? Oh, ich weiß die Frage nicht. Nicht so gern, wie du vorgehst. Ah doch, ihr müsst Josh oder so sagen. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Das wirst du nachher herausfinden. Wen mögen wir? Sam oder Josh? Sam oder Josh? Z oder J? Sam? Sam, zweimal Sam. 2-1. 3-3. Und Hish sollte vermutlich Josh heißen. Also 1-2-3. 1-2-3. Ich glaub's nicht. Okay. 3-3. Bijup. Ja, mach ich? Emily oder Matt? Ich hasse Emily. So, by the way, falls ihr euch nicht entscheiden könnt, Emily ist doof. Nehmt Matt, nehmt Matt, nehmt Matt. Ist gar nicht mehr. Ist gar nicht mehr, Rode. Matt. Das Spiel Emily Matt. Ja. Das Spiel, der Sinn des Spiels ist eigentlich durch eben diese Aktionen herausfindet, was du von was hast du Angst hast und jede Entscheidung legt einen Weg fest im Spiel, der nicht linear ist. Vielleicht weißt du deshalb das Spiel nicht ganz, also verstehst du deshalb das Spiel nicht ganz. Chris, Ashley, Chris. Chris. Dann Mike oder Jessica. Die sexy Jessica, die da mitgezogen wurde, oder der Mike, der sie verführen wollte. Nee, sie hat zu viel Nutella gegessen.
Mike? Eins, eins. Beide doof. Ich mag Jessica. So, Josh oder Emily? Nee, man wählt nicht Opfer aus, man wählt jetzt da wirklich, wen man lieben mag. Mögen wir Josh oder Emily? Also Bolle, deine Verzögerung ist am geringsten, sehe ich gerade. Die von mir zu dir ist die Verzögerung am geringsten. Josh, Josh, Josh. Dann ist es ja was klar. Ashley oder Mike? Wow, wart euch einig. Röne. Mike? Ashley? Also Bolle, Tashi, ihr müsst euch mal absprechen. Mike, weil Bolle ihn so geil findet. Okay. Mike. Interessant, sagt er jetzt. Oder gar nichts. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Okay, Leute, am wenigsten mögen wir Emily oder Ashley nicht. Habt ihr das vorhin eigentlich gesehen? Der irgendetwas Kick kam hier rein, 48 Stunden erwähnen und jetzt wieder raus. Das ist so typisch. So typisch. Und Max hatte heute auch irgendetwas Spezielles. Emily. Wir mögen Emily nicht. Okay. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Die Zeit ist um. Vor allem hier verändert sich alles ganz, ganz speziell. Was bisher geschah. Eigentlich wäre hier gerade ein guter Cut, glaube ich, statt jetzt noch 10 Minuten irgendwie. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Lauf! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Viertens, Loyalität. 7 Stunden bis zum Morgen. Oh fuck, so ein Fuck! Jessica! Oh, das geht. Oh mein Gott! Jess! Danke, Tashi. Ich hab dir auch lieb. So.
Wir machen genau hier weiter das nächste Mal. Also, ich habe heute ja erklärt, dass wir es so machen, dass nach dem Stream gehen wir noch eine Runde quatschen in unseren Discord-Channel. Da können alle teilnehmen. Da müsst ihr einfach den Link in der Beschreibung hier unten, oder Moment, das könnte ich eigentlich auch noch als Quick Link machen. Moment. Ich habe Discord nur wegen Habo. Moment. Gebe dir gleich den Link. Loot, Shop, Moderator, Spiele, Freunde, Befehle, meine Güte. Wo ist schon wieder Discord? So, hier. Dann Link, Adresse des Links kopieren. Und dann. So. Das hier ist der Link zu meinem Discord-Channel. Da könnt ihr jetzt reingehen und mache ich den Stream aus. Und ihr könnt dann